Auf den Klassenerhalt. Ich kann das mal vorstellen. Wir sind nicht alleine heute. Der gute Auer ist am Start. Servus, danke für die Einladung auf jeden Fall. Ja, ja. Sehr, sehr geil. Immer geil, das nicht nur alleine zu gucken, sowieso. Ich bin sehr gespannt. Und du ja wieder abreißt genau. Morgen. Umso geiler, sich nochmal zu sehen. Und kombinieren also, sich durch wie die Götter. Hallo! Das gibt's ja gar nicht. Hallo! Anton, druck bitte auf den Bäcker. Na, die Flanke kommt, die kommt noch nicht schlecht. Schöpf, ach du heilige Scheiße. Leck mich am Arsch, Gregor. Kobel. Alter Falter, was ist denn bei euch los, Kerl? Das kann doch nicht. Kolasinac, das Ding kommt auch durch, Alter. Junge. Jetzt. Und Tor, komm. Flanke, Kopfball, Tor. Ja, Endo! Goalgetter Wataru Endo! Nummer 1. Wataru Endo, wie geil ist das denn? Wahnsinn. Wataru Endo. Herrlich. Nummer 1 versenkt. Auch nur gegen Schalke. Wann trifft bitte Endo? Wann trifft Endo? Vor allem so frei da. Ich glaube, da waren ja zwei Spieler frei. Nummer 1. Alter, wie frei der ist. Leck mich am... Boah. Der kann sich dann aussuchen, wo er hinschießt. Ist sehr frei. Das schießt er halt durch die Beine, ja. Das ist 1:1 die 1-0-Kiste von Müller damals gegen Brasilien. Stimmt. Das ist 1:1 das 0:1 von Deutschland damals. Genau. Krank. Zeit. Oh, das ging ja mal zu einfach. Silas, das hast du verpasst. Das habe ich verpasst. Da brauchen wir eine Wiederholung, wenn das Tor gefallen ist. Oh, ey! Das muss ein Elfer geben. Ach, ihr Elendigen, Alter. Hallo? Und über einen Videoassisten brauchen wir auch keine Chance, uns zu erhoffen. Stegemann. Kannst vergessen, die Nummer. Jetzt nochmal gucken. Ah, oh, schade. Der hat den so kalt gemacht. Das war einfach... Mal gucken, ob es zu wenig war. Ja, kann man schon geben. Die, ne? die schön besagte Berührung ist da. Ne? Zack, stellt sich rein. Mir wäre es, also wenn das Schalke andersrum wäre, wäre es mir zu wenig. Aber die Warum? Berührung ist der, da. Der hört sich's ja nicht mal an. Oder ja, guckt sich's nicht mal an. Scheinbar es nicht. Ist, also, es ist wirklich. Mal gucken, ob schon der VAR-Emoji da ist. Jawohl, da ist er. Wäre das jetzt eine andere Situation, wäre das jetzt 90. 0:0, dann hätten wir uns anders aufgeregt. Natürlich auch klar. Endo? Na, Castro darf sie. Die springt einmal durch. Endo! Ich sag's ja noch! Nummer 2! Das gibt's ja gar nicht. Doppelpack Wataru Endo! Digga, Endo in Form incoming. Ich sag noch Endo. Alter, wie geil ist das ich denn? Ich sag noch Endo. Und wieder frei, wieder wie sonst nach was. Nach einer Ecke, ich glaub's ja nicht. Das beschreibt ja Schalke mal 100%. Der war ja genauso frei wie beim ersten Tor. Die können dir echt nur leid tun, die Schalke. Wataru Endo macht 2 Tore gegen dich nach Ecke. Aua, guck mal. Was ist das denn? Also, tut mir ehrlich leid, was... vielleicht abseits? Mal davon ausgehen, dass das Ding zählt oder egal wie. Du fängst ja ein 1:0, wo Endo 5 Meter Radius hat und fängst ja ein 2:0 genau gleich, nur von der anderen Eckenseite. Ich halte mich mal zurück mit dem 2:0. Sky oben auch. Oh, obwohl, Kolasinac mit der Hacke. Ja. Kolasinac mit der Hacke. Wenn selbst das Ding von Sasa gegen Berlin gezählt hat, sehe ich auch da Wird Hoffnung. Überprüft. Ich bin gespannt. Und? Er kriegt die Klarheit... Weiter geht's. Es zählt. Ja, es zählt. Es zählt. Wir können eintragen. Vamos. Nummer 2 Und ist drin. Spätestens jetzt. Nur noch 3. Spätestens jetzt. Nur noch 3. Kempf. Marc-Oliver Kempf. Der schließt wirklich ab, ne? Boah! Okay, das war gemeint. Okay. Heute darf okay. jeder mal. Also heute darf jeder mal. Holt er die Fackel raus. Alter, boah, Schwede. Den hält er gut, den hält er den ehrlich hält gut. Den hält er sehr gut, den hält er sehr gut. Den hält er ehrlich gut. War der noch aber abgefälscht? Aber auch eine richtige Idee, das war der nicht hat eine Assi-Flugkurve. Der hat eine Assi-Flugkurve. Boah. Lecco mio. Mein lieber Herr Gesangsverein, ey. Rutscht fast durch, Sosa darf nochmal. Ja, die Flanke ist nicht verkehrt, Kalajdzic. Nummer 3! Noch rein! Nummer 3! Ist das geil! War das war wieder Sosa auf Sasa? Das sind 4 Spiele am Sosa Stück. Wieder? Das sind 4 Spiele am Stück. Der kann dir junger Vater! Der kann dir doch echt nur leid tun, Mann. Dass der noch nicht noch eins senkt, Alter. Da kannst du das Keeper auch nur hinterher gucken. Ja, da kannst du nichts Da geht nichts mehr außer hinterher gucken. Was ein also, Alter, was ein geiler Kopfball. Lecco mio. Also, da ja, Sosa auf Sasa. Pure Weltklasse. 4 Spiele am Stück. Förster. Kriegt er seine Vorlage heute? Kalajdzic! Oh! Stark eigentlich, ja genau. Ja, oh mein Gott.
Jetzt holt ein Castro noch einen Fallrückzieher raus. Also, was ist denn jetzt? Ist heute Weihnachten, Geburtstag, Ostern auf einen Tag gefallen oder was? In München? 1-1. Komm, da ist es. Ja, ah, okay. 2-0 für die Bayern. So, wir aktualisieren die Tabelle. Ich weiß nicht, ob wir jetzt irgendwie hochrutschen oder nicht. Schauen wir eben. In der kleinen Anzeige sind wir auf 9 hoch, da bleibt man auf 10. Guck mal kurz. Wir sind auf 9 hoch an Freiburg und vorbei. Oh! Oh! Das wird doch nicht der Anschlusstreffer, doch. Sead Kolasinac. Okay. Mit dem 3-1 Anschlusstreffer. Ich meine, ich will jetzt nicht in Panik verfallen, aber man dürfte erstmal wieder aufwachen. Boah, Sosa geht in die Mitte. Und Schuss. Mangala Abschluss! Oh. Oh, gut gehalten. Oh. Zu einfach. Serda mit viel Platz. Oh, oh, Kobel. Sehr wichtig. Abgeschlossen wichtig. Aufs kurze Eck, doch nicht mehr reingespielt. Aber wichtig. Da war Kobel da. Oh, der Ball kommt gut. Arid. Oh, das wird doch wohl ein Elf. Oh. Elfmeter und für Schalke. Er nimmt es natürlich dankend an. Ja, klar, ne? Ist ja klar. Wollen wir jetzt so argumentieren wie vorhin und sagen, wenn er den bei uns nicht gibt, muss er den nicht auch nicht geben? Wollen wir so argumentieren? Kann man machen. Weil wir können es. Das ist ganz klar. Wir können so argumentieren. Ja. Aber wollen wir so argumentieren? Berührung ist da. Ja, klar. Aber Kontakt gab es vorhin auch. Ganz ehrlich. Wenn wir so. Stuttgart-Fan hin oder her, aber das ist zu wenig. Ja, den kann man geben. Aber da musst du den vorhin auch geben. Stark, Junge! Vamos! Wichtig wie ein Tor, das Ding. Wichtig wie ein Tor. Sehr stark. Geil. Junge. Wenn du dir da jetzt das 3-2 gefangen ja, hast. Ja, ja. Oh, der war auch aggressiv beschissen geschossen. Ja. Krass. 3-4 dicke Dinger von Kobel schon rausgeholt heute auch wieder. Ja. Ich meine, gut, wenn er in die falsche Ecke springt, dann ist es ein souveräner Elfer wieder. Das war wie bei González, als der in Freiburg den Elfer verschossen ja, hat. Klar. Genau so. Klar. So sieht's aus wie geschenkt, aber ist es nicht. Er muss ja immer noch in die richtige Ecke springen. Oh, Kobel. Fischt hier auch wieder. Ein nach dem anderen raus, ganz wichtig. Guter Schuss von Schöpf. Ganz wichtig, dass er den hier hält. Und Kobel, oh! Gegen den Pfosten noch. Junge, und der kommt durch. Oh. Alter, Jungs, was macht ihr da gerade? Oh, jetzt. Ja. Clement! Das gibt's nicht. Starke Bude! Freut mich für dich. Starke Bude. Philipp Sehr schön. Clement beendet das Spiel. Philipp Clement beendet endgültig alle Schalke-Hoffnungen. Sehr, sehr starkes Ding. Ansatzlos reingejagt. Ohne Kompromiss. Krass. Trocken. Stark. Links unten rein. Sehr schön. Hätte ich ganz ehrlich nicht erwartet. Zack, Drehung. Fup unten. Unhaltbar. Traumtor. Top. Top. Und Vorlage Endo. Wenn der keine Info bekommt, verstehe ich die Welt nicht mehr. Und damit soll das Spiel tatsächlich endgültig vorbei sein. 4-1. Auch nicht wirklich von einer 100% soliden Vorstellung reden kann. Vom Ergebnis ja, aber du warst ja wirklich recht nah davor, dass Schalke hier in Richtung Aussicht sich zurückkämpft. Ist ja natürlich auch unsagbar geil fürs Torverhältnis. Ne? Nochmal plus 3 Tore. Plus 3, genau. Endo. Die Davi. Komm, lass einen ab, Junge. Der zimmert nochmal einen rein. Der zimmert nochmal einen rein! Also sag mal, heute dürfen alle. Was geht denn? Daniel Didavi. Wer will? Alter. Nee, wie geht der Spruch? Wer will noch mal, wer hat noch nicht, Alter. Wer hat noch nicht, genau. Wer will noch nicht, wer hat noch nicht. Alter, auf dem Rummelplatz. Didavi ist letzt doch ein rein. 5-1. Didavi zieht 5-1. Den Sonntagsschuss einen Tag vor. Was eine Bude. Das kann er halt. Technik, das ist es. Für Pass, für Schuss, Technik. Wieder hinten rein dippt. Natürlich hat er auch Platz wie sonst was, ne? Aber der kann sich's ja noch aussuchen, aber dass ja, er den haltbar noch war der so, auch nicht, so wie der Dip, dass das er ist, den so schön rein, also wunderschön. Das ist simply beautiful und wir haben jetzt tatsächlich ein 5-1. Wir haben ein 5-1 abgepfiffen. Wir können anstoßen auf den Klassenerhalt. Nächste Saison gibt's nochmal Bundesliga. Traumhaft.